Der Eingang liegt hinter dem Zaun auf der Baustelle. Aber ich würde dort lieber nicht hineinplatzen wie ein Elefant in den Porzellanladen, hörst du? Der andere Eingang ist durch diese Windmühle hindurch. Aber wie du siehst, ist das Beben nicht zimperlich mit dem armen Ding umgegangen. Ich habe versucht, sie zu reparieren, aber ich brauche noch Schrott, um fertig zu werden. Der Schrott liegt hier überall verstreut. Oder du kannst mit den Ladenbesitzern sprechen. Sie wissen vielleicht, wo noch welcher versteckt sein könnte. Nee, jetzt nicht. Erstmal suchen wir weiter Schrott. Wie gesagt, liebe Freunde der guten Unterhaltung, mir geht es noch darum, wieder ein neuer Gegenstand gefunden. Ich weiß gar nicht, wofür das ganze Zeug da ist. Mir geht es immer noch um das Anliegen Facebook und Twitter, damit wir so jetzt wie jetzt zum Beispiel ein paar Themen haben, über die wir quatschen könnten. Über Gott und die Welt. Zum Beispiel, sprich was bei Twitter an jetzt mal, sagen wir mal, Weltfrieden, was hältst du davon, Metzo? Oder wir Fragen stellen allgemein, womit nimmst du auf, was hältst du davon, was hältst du davon, was machst du da, was machst du in deiner Freizeit, hast du einen Beruf, etc. pp. Die ganzen Sachen würde ich gerne mit euch bei Facebook und Twitter bequatschen, belabern oder mal einfach eure Meinungen austauschen mit euch zusammen, mit mir. Und das kann man immer schön in so einem, ne, besprechen. In so einem Kennst Let's Play. Kennst du Adele aus dem Kameraladen? Ja, ja, sie arbeitet an so einem Projekt. Sie könnte wahrscheinlich Hilfe gebrauchen. Ja, Mann, kennst du die aus dem Kameraladen? Die ist doch wohl geil, ey. Ach, geil. Was hat denn der noch? Hey, hast du das gehört? Pauli von der Eisdiele hat Schwierigkeiten, sein Eis zu kühlen. Hey, hast du das gehört, Alter? Er hat Probleme, sein Eis zu kühlen, Alter. Oh, geil, ey. Geil, 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 geil. Ich hab immer noch erst 18. Hallo, Mickey. Oswald. Ich bin der Geist von Wasteland. 12 Geister. Die Eigenschaften, die mich bestimmen, haben sich vor langer Zeit von mir getrennt und schlafen. Die schlafenden Geister sind mit seltenen Ansteckern verbunden, die in Wasteland verstreut liegen. Sammelt diese Ansteck, um die Geister zu erwecken. 2 Geister, kulturelles Erbe und Individualität erwachen bald. Für jeden sind nur 2 Anstecker erforderlich. Aber seid auf der Hut. Eure Entscheidungen bestimmen, welche Anstecker ihr erhaltet und welche Geister ihr erweckt. Seht im Museum in der Mean Street nach. Dann werde ich euch mehr über die 12 Geister erzählen. Viel Glück. So, jetzt haben wir noch mehr Scheiße bekommen. Noch mehr Scheiße bekommen. Habe ich gerade einen Sprachfehler. So, ich muss noch Schrott finden. Das heißt, die Ladenbesitzer würde ich eigentlich ungern fragen nach Schrott. Ich gehe mal hier drauf. Und dann hier hoch. Und jetzt sind wir hier. Das Ding hat er ja keinen Bock zu benutzen, oder? Mal kurz mal einmal hier antippen. Ach, nicht nach oben. Soll hier Strom drauf wirken auf das Ding da? Guck mal, da ist Strom. Ach, komm da runter, ey. Keine Zeit, Jamface möchte, dass die Hütte repariert wird. Hier ist auch noch so eins. Guck mal, hey. Mach doch was. Küss nicht deine Füße. Sondern komm hier hin und mach hier. Der macht das nicht, gell? Der springt ja durch die Gegend. Jetzt versuche ich das mal. Nee, das bringt nichts. Ich habe keine Stromattacken. Das heißt, entweder kann man das hier nur mit 2 Player machen, also mit 2 Spielern. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Da habe ich ja Angst. Ist hier noch irgendwas in der Nähe? Aha. Toll. Warum hat man das keiner vorher erzählt, dass man da durchgehen kann? Also man muss nicht nur Räume. Gut gemacht. Ein Stück Stoff. Wir sollten es uns für später aufheben. Hey, geil, du hast Stoff gefunden, Alter. Behalte bloß den Stoff bei dir, Alter, mit dem Dealer um die Ecke. Dann gehen wir mal jetzt hier in die Eisdealer rein und gucken wir mal, warum er sein Eis nicht kühl kriegt. Hey, Alter, hast du gesehen, ey? Ja, kein Wunder, bei so einer Eisdiele. Also, hier kannst du nichts wirken, merke ich gerade.
Hey, ich heiße Pauli und bin der Besitzer da. Tut mir leid wegen der Hitze. Meine Klimaanlage ist bei dem Beben kaputt gegangen. Es wäre toll, wenn du sie wieder reparieren könntest. Ich hab Schrott für dich, wenn du willst. Vielen Dank, die Klimaanlage befindet sich auf dem Dach. Jo, jetzt können wir erst hingehen und können quasi oben das Blitz benutzen. Den Blitz, das Blitz, die Blitz. Was heißt das denn? Ne, wir haben ja genug Gesundheit. Ich weiß gar nicht, warum man das kaufen müsste jetzt. Schmilzendes Eis ist sehr schwer zu kriegen. Alles klar, weiß ich Bescheid, aber ich brauche eigentlich kein Eis, was schmilzt. Da gab es doch mal bei eBay sowas zu kaufen, gell? Einen Schneeball zu ersteigern. Das ist schon ein bisschen was her, aber naja. Gut, jetzt gehen wir aufs Dach halt und machen das jetzt. Dann kriegen wir als Questbelohnung, sag ich jetzt mal meinem jugendlichen Leichtsinn, Schrott. Das mache ich wieder einen umständlichen Weg. Dann repariere ich mein Dach auch mal direkt mal mit. So, Ossi. Ossi Osshase. Komm mal hier hin. Was schlägt das Mikrofon denn so aus? Das Mikrofon macht mich heute ein bisschen mehr Kebel. Ich weiß auch, glaube ich, warum das daran liegt. Ich werde jetzt mal ein bisschen hier runterdrehen. So, es stand nämlich auf 2, die Drecksau. Naja, egal. So. Gut, jetzt, Ossi. Hau jetzt mal rein hier, hau mal den Strom hier drauf. Bitte hau den Strom da drauf, bitte. Mach jetzt den Strom da drauf. Machst du. Ja, da hat man eine Schelle von mir gekriegt, die Drecksau. Er will das nicht. Soll ich die Klimaanlage alleine reparieren? Gib mir dein komisches Blitzding in die Hand und ich mache es alleine. Wir sind doch auf dem Eisdielendach, oder täusche ich mich gerade? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Ich bin auch gerade ein bisschen doof. Warum er das nicht macht. Ja, jetzt hau rein! Ich weiß auch nicht, was ich noch machen soll. Och, weißt du was? Steck dir doch deine scheiß Fernbedienung in der Ich bin genau über der Eisdiele, oder? Wir waren gerade da. Jetzt hören wir nochmal unseren komischen Junkie hier zu, der schon am Tanzen ist. Becker am Ansteckerladen hat sicher ein paar hübsche Anstecker zum Tauschen. Du solltest mal mit ihr reden. Ja, Mann. Der hat voll die geilen Anstecker zum Tauschen bestimmt für dich. Musst du mal vorbeigehen, ey. Voll geil, ey. Wenn ich jetzt den Typ hier anlabere, sagt er mir bestimmt, ich hab zu wenig, zu wenig Schrott dabei. Du hast Schrott gefunden. Darf ich ihn für die Reparaturen an der Windmühle verwenden? Klar darfst du das verwenden, aber wenn dir... ich habe da 50, wenn es dir reicht. Du hast einfach nicht genug Schrott. Der Schrott liegt hier überall verstreut. Oder du kannst mit den Ladenbesitzern sprechen. Sie wissen vielleicht, wo noch welcher versteckt sein könnte. Die wissen, wo welcher versteckt ist. Die wollen mir welchen andrehen, aber auch nicht geben. Hier kann man auch hoch. Hier ist aber nichts mehr. Hier ist nichts mehr. Hier geht's noch hoch. Oh nein, Blitz. Und der benutzt ja eh nicht. Wie kann man den nochmal dazu zwingen, das zu benutzen? Ah, jetzt auf einmal klappt das, ja? Warum schmeißt du den denn jetzt da hoch? Komm da runter. Wo ist denn der jetzt hin? Habe ich ihn jetzt getötet oder was? Da, hier, mach mal. Oh, bitte. Jetzt stand ich voll drin, ey. Wir haben diesen Sicherungskasten repariert. Ich wusste gar nicht, dass er kaputt ist. Das sollte der Sicherheitsanweiser vom Kino sagen. Ja! Jetzt kriegen wir vom Platzeinweiser im Kino Schrott. Mensch mit dir. Der Strom geht wieder. Warst du das? Danke. Und hier ist etwas Schrott für dich.
Hoffentlich kannst du damit mehr anfangen als ich. Cool, Schweinchen hier am Dänse ist, Alter. Halt eine Aufgabe für uns. Ich suche meine Brüder. Ich muss sie dringend finden. Sie gingen weg, nur ich blieb hier. Ich hoffe, ich sehe sie wieder. So finde doch die Schweine. So finde doch die Band. Du musst es schaffen, sie zusammenzuraffen. Wir sehen uns im Ventureland. Woher kenne ich die Synchro? Noch keine Spur entdeckt? Noch gar kein Schwein gefunden? Das macht mich traurig. So bleib doch dran. Ich bin dir sehr Stanberry, verbunden. Stanberry? Oder wie hieß die nochmal damals? Da gab es doch hier bei YouTube auch eine sehr bekannte Sprecherin, die so Synchro gemacht hat für Manga und Anime. Starberry? Ich weiß es nicht mehr. So, jetzt hat er so schön da oben repariert. Warum macht er das bei der Eisdiele nicht? Guck mal, hey. Warum machst du das hier denn nicht? Die hat da keinen Bock drauf. Ach, komm doch her, du blöde Sau. Warum macht das hier denn nicht? Warum hat er denn hier keinen Bock da drauf? Aber das muss mir mal einer erklären. Hier geht jetzt Kabel lang. Muss ich hier irgendwas anderes machen? Ah, guck mal, da oben. Hä? Entweder habe ich jetzt gerade einen Fehler oder ich weiß es ja auch nicht. Da oben ist auf jeden Fall eine Blase. Die geht da rein. Ja, warum willst du das jetzt nicht machen? Füll doch mal hier das Ding mit Strom jetzt auf, komm. Jetzt schmeißt er den wieder hoch, Alter. Da kriegst du da einen zu viel, ey. Keine Zeit, Jamface möchte, dass die Hütte repariert wird. Dann steckt ihr doch alles in die Puppis. Also hier passiert nichts. Hier passiert auch nichts. Das ist natürlich nicht so prickelnd. Aber es müsste eigentlich funktionieren. Hat er jetzt da unten auch funktioniert? Es bringt mir jetzt auch nichts, zurück in die Höhle zu gehen. Da ist ja so ein Trophy hey. Hier. Hey! Hey! Hallo, Alter! So müssten wir mal so ein ganzes Let's Play aufnehmen. Alter, geil, Alter, guck mal da, ey. Ey, willst du meinen Schrott, du hast Alter? Schrott gefunden. Darf ich ihn für das wäre schon ein bisschen nervig. An der Windmühle verwenden? Nein, du hast einfach nicht genug. Der Schrott liegt hier überall so, verstreut. Ich brauche 50 Schrott. Und wenn ich in mein Menü reingucke. In mein Menü, halt mal die Klappe, du. In mein Menü reingucke und gehe jetzt auf Plus, dann sehe ich, ich habe 43 Schrott. Das heißt, mir fehlt noch 7. Welcher versteckt sein könnte. Ich habe aber keinen Bock auf die Ladenbesitzer, weil die einfach keinen Bock drauf haben. Ich gehe mal hier zu dem Ladenbesitzer, der sieht mir freundlicher aus. Die Tür geht auf, ich muss trotzdem nochmal A gedrückt halten, damit er überhaupt reingeht. Ah, das sind der mit den Orden, ja. Ein wunderbarer Anstecker, mein Lieber. Ah, ja. Ja, und was bringt Willkommen mir das jetzt? Willkommen bei Wasteland Anstecker und Co. KG. Mein Name ist Becca und ich bin heute Ihre Ansteckerhändlerin. Möchtest du tauschen, Liebling? Ansteckhändlerin. Ich weiß leider noch nicht, was die halt diese Stecker mir bringen, aber ich brauche immer einen Schrott, wie gesagt. Ein Schrott kostet einen Anstecker. Drei Anstecker. Ich behalte das mal lieber alles. Man weiß ja nicht, wofür es ist. Na, wieder raus.